Ja, liebe Yashodhara, du leitest jetzt seit Jahren ja schon Tempelwochenenden-Tempel und jetzt wirst du im September ein 9-Monats-Training anbieten. Was ist das Besondere an diesem Training? Das Besondere ist vielleicht erstmal auch vorab, dass es Awakening Woman 9-Monats-Training ist. Das geht um erwachte Weiblichkeit. Und erwachte Weiblichkeit heißt eigentlich auch simpel, wie lebe ich Weiblichkeit in meinem Alltag? Und das ist das Schöne von dem 9-Monats-Training, dass man kommt und mit mehreren Frauen, einer Gruppe von Frauen, 9 Monate zusammen unterstützend, einander unterstützend erforscht und ausprobiert, wie es ist, um als Frau in die Welt zu leben, mit alles, was den Alltag auch bringt. Und zur gleichen Zeit sind da die Wochenende, 4 Wochenende, wo man sich dann natürlich in diese Wochenende praktiziert. Und die praktizieren bedeutet auch auf weibliche Weise erholt und lernt, wie kann ich mich erholen, wie kann ich eine Balance in mein Leben bringen zwischen Sein und Tun, wie kann ich eine Balance bringen zwischen Geben und Nehmen. Kann ich auch nehmen, kann ich auch empfangen. Wir üben sehr viel ins Empfangen. Wir üben in, was tut mir gut, wie kann ich mich lernen zu erholen. Aber auch, wenn ich in einem Büro arbeite, wie kann ich das auf weibliche Weg tun? Wie kann ich als Chefin arbeiten, als Frau, und trotzdem mich nicht auslaugen? Und auch, wie kann ich sorgen, dass ich mich nicht als hinten anstelle, maar einplane in mein Leben, dass ich Erholung habe? Nou, das und noch viel mehr praktizieren wir und lernen wir in diese erwachte Weiblichkeit, in Awakening Woman, was von Chamli Adar entwickelt wurde und was einige von uns jetzt weitergeben dürfen, exklusiv nur in Deutschland bis jetzt, im deutschsprachigen Bereich. Und ja, ich habe es selber mehrere Male gemacht. Und das ist auch, macht mich auch so begeistert, weil es ist auch wunderschön, dass man irgendwo am Wochenende hingeht und dann weiß, mit diesen Frauen bin ich nicht nur ein Wochenende, nee, da mache ich eine Reise von 9 Monaten. Und auf die Weise kann ich mich auch echt einlassen und kann ich jede Frau besser kennenlernen und siehst du gleichzeitig einen Spiegel auch von mir. Und nicht zu vergessen, dass wir arbeiten mit, wir laden Göttinnen ein in diese. Das kann man auch lesen, wenn man ein bisschen überlegt über diese 9 Monate. Und die Göttinnen, die spiegeln uns auch und helfen uns, um unsere Qualitäten hervorzuholen. Und ja, und die haben verschiedene Qualitäten. Und so arbeiten wir jede Wochenende, haben wir verschiedene Themen. Und sodass wir das ganze weite Spektrum von Weiblichkeit berühren und einladen und kennenlernen. Und wir haben natürlich alle unsere Weiblichkeit, aber vielleicht manche Teile haben wir nicht so entwickelt und andere Teile überentwickelt oder gar nicht. Und so haben wir echt alle Gelegenheit in diese, in diese 9 Monate die Frau in uns zu gebären, die gebärt werden möchte. Und so auch das Leben auf die Weise zu leben. Der Dalai Lama hat mal gesagt, das ist die westliche Frau, die gebracht wird vor die Welt. Es ist dringend notwendig, dass das Weibliche, und das Weibliche ist nicht nur in uns Frauen, es ist auch in Männern, das Weibliche Raum kriegt und entwickelt wird und dadurch ein Ausgleich stattfindet, eine Balance stattfindet, die nötig ist, damit unsere Welt weitergehen kann. Magst du kurz sagen, wann findet es statt, genau und wo? Am 5. September fangen wir an, ist das erste Modul. Und es findet statt bei Ulm in der Nähe, zwischen Augsburg und Ulm. Und das heißt gut, ein wunderschöner Platz, mitten in der Natur, weg von Autos und alles. Und das heißt gut Helmeringen. Und dann geht das Programm bis Mai. Und dann geht das Programm bis Mai. 9 Monate. 9 Monate. Und dazwischen treffen wir uns auch in einer Online-Konferenz. Jeder hat eine Praxisschwester, die auch mal gewechselt wird, waardoor man mit Telefonaten einander unterstützt. Wenn du das Wochenende verlasst hast, du bestimmte Praktiken, die du machen möchtest. Kleine, schmale Übungen. Nicht als extra Aufgabe, aber als Entlastung. Vielleicht spreche ich mit mir ab, dass ich nach meinem Mittagessen 7 Minuten nichts tue. Oder mich hinlege, wenn ich die Gelegenheit habe. Oder ich spreche mit mir ab, dass ich jeden Tag mindestens 5 Minuten auf einen Rasenlauf
auf nackte Füße, wadurch mich mit der Natur und der Erde verbinden. Oder 100.000 andere Möglichkeiten. Oder ich gebe mir eine kleine Verwöhnung, wenn ich auf die Toilette gehe und meine Hände gewaschen habe, berühre ich mich im Gesicht, um mich zu erinnern, ah ja, ich bin eine Frau und ich fühle die Sanftheit in mir und ich darf mich entspannen. Ja, um ein paar Beispiele zu geben. Schön, alle willkommen. Herzlich willkommen. Danke dir. Danke auch, Tamira.